Krach, Bumm, Peng und am Ende ist alles kaputt. So kennen wir das von Call of Duty und auch das diesjährige Call of Duty Ghosts macht da keine große Ausnahme. Mit einem neuen Koop-Modus, dem gewohnt frenetischen Multiplayer und einer Solo-Kampagne, die alle Register zieht, die ein Call of Duty-Spiel ebenso ziehen kann, treten Activision und Infinity Ward zum Kampf um den Genre-Thron an. Federation's rise to power had started years ago. Nach Zweiter Weltkrieg, Modern Warfare und Black Ops gibt's passend zum Start der neuen Konsolengeneration auch eine neue Call of Duty-Serie. Die spielt in der nahen Zukunft, in einer Welt, in der die halb zerstörten USA seit 10 Jahren einen Verteidigungskrieg gegen die Föderation führen und zu verlieren drohen. Die Föderation, das ist ein Staatenverbund von allem, was südlich der US-Grenze liegt. Und aus irgendeinem Grund will diese neue Supermacht eben die USA vernichten. Warum wird nie so recht erklärt und auch sonst lässt uns dieses leicht endzeitliche Setting mit der ein oder anderen Logiklücke zurück. Das ist aber halb so schlimm, denn Call of Duty Ghosts gelingt, was dem einen oder anderen Serienvorgänger oder auch dem direkten Konkurrenten Battlefield 4 nicht gelungen ist. Die Solo-Kampagne des Ego-Shooters erzählt eine klare Geschichte, deren roten Faden wir nie aus den Augen verlieren. Zugegeben, die Story um unseren schweigsamen Protagonisten Logan Walker, seinen Bruder Hash, deren Vater und die Spezialeinheit der Ghosts ist weder sonderlich überraschend, geschweige denn einfallsreich, aber sie führt halbwegs sinnvoll von Level zu Level. Und wenn die halbe Welt um einen herum explodiert, kann das schon sehr hilfreich sein. Die Föderation als neue Feindfraktion bleibt dabei allerdings völlig charakterlos. Aber die Story von Call of Duty Ghosts baut trotzdem einen klaren Gegenspieler für die Ghosts auf, in Form ihres Ex-Kollegen Rogue. Why don't you ask your buddy Ajax? Well, if he were still with us. Beim grundlegenden Spielprinzip von Call of Duty Ghosts hat sich nichts verändert. Wir schießen uns also durch 18 sehr abwechslungsreiche Missionen. Da wird unter Wasser gekämpft oder mal im Weltraum, da steigen wir als Pilot in einen Hubschrauber oder fahren zwischen Satellitenanlagen mit dem Panzer rum. Kurz steuern wir auch unseren treuen Begleiter Schäferhund Riley über seine Schulterkamera. Andermal hetzen wir ihn auf Knopfdruck auf unsere Gegner. Oder wir kämpfen an der Außenwand eines Hochhauses baumelnd oder mit dem Herzschlagsensor im Dschungel oder. Was Infinity Ward in der Kampagne auffährt, kann sich sehen lassen, auch wenn es am Ende natürlich wieder nur eine aufwendig inszenierte Action-Achterbahn ist. Aber die erfüllt ihren Zweck und ist durchweg unterhaltend. Vorausgesetzt, man lehnt diese Art von Spiele nicht grundsätzlich sowieso ab oder hat einfach die Nase voll vom Immergleichen, so gut es auch sein mag. Wer die Call of Duty-Spiele besonders gern auf den beiden höchsten der 4 Schwierigkeitsgrade spielt, wird sich übrigens über das neue Aus-der-Deckung-Lehnen-Feature freuen und darüber, dass die KI nicht zu übermäßigem Granatenspam neigt. Apropos KI, oder wie man so schön sagt, erwarten Sie nichts. Ghosts ist eine Schießbude durch und durch, genau dafür sind die engen Levelschläuche gebaut und genau so verhält sich auch die KI. Die geht zwar in Deckung, das war's dann aber auch mit der taktischen Finesse. Call of Duty eben. Solche Szenen wie die hier sind aber zum Glück die Ausnahme. In der Regel funktioniert die Illusion ganz gut. Auch bei der Inszenierung schießen die Entwickler stellenweise arg weit übers Ziel hinaus. Wenn wir beispielsweise auf einem Flugzeugträger in 2 Minuten rund 20 Hubschrauber mit einem Geschütz vom Himmel picken. Oder wenn es in dieser Szene unbedingt 4 Hubschrauber sein müssen, wenn es auch einer getan hätte. Ach, Call of Duty, du und deine Hubschrauber. Nichtsdestotrotz liefert Infinity Ward hier meist Blockbuster-Action auf hohem Niveau ab. Da braucht man nicht viel Köpfchen, fasst sich aber auch nicht so oft an selbigen wie beispielsweise in der strunzdummen Solo-Kampagne eines Battlefield 4. Zumal das Team seine Singleplayer-Inhalte längst nicht so oft für den Multiplayer-Modus recycelt oder eben andersrum. Was manchmal aber auch ein bisschen schade ist, doch damit sind wir ja dann schon beim... Die Multiplayer-Gefechte von Call of Duty Ghosts werden auf 14 Karten ausgetragen. Vorbesteller bekamen noch die Karte Freefall als Bonus dazu. Anders als in den direkten Vorgängern spielen auf der Xbox 360, Wii U und PS3 nur noch 12 Spieler, während die Next-Gen- und die PC-Version 18 Spieler unterstützt. Mehr Details zur Qualität der Maps und den erneut sehr vielen Spielmodi fassen wir in einem separaten Multiplayer-Video zusammen, deshalb gibt's hier nur den groben Überblick. Wieder dabei sind die Killstreaks und das Perk-System. Allerdings werden die Killstreaks genau wie die Waffen diesmal nicht über Rangaufstiege, sondern über die neuen Squad-Points freigeschaltet. Was uns gleich vom Start weg mehr Freiheiten bei der Individualisierung unserer Spielfigur gibt.
Nur die Perks sind immer noch an Ränge gekoppelt, müssen dann aber auch mit Squad Points freigekauft werden, die man mit Levelaufstiegen oder für das Erfüllen besonderer Challenges bekommt. Je nachdem, wie viele Waffen wir mitschleppen, haben wir auch wieder mehr oder weniger Platz für Perks, die auch jeweils unterschiedlich viele Slots in unserem Perk-Inventar verschlingen. Wir können diesmal übrigens auch weibliche Spielfiguren wählen. Wer also nicht immer nur Männern ins Gesicht schießen will, na ja, ich glaube, so war die Sache mit der Emanzipation gemeint. Naja, über die Squad-Punkte schalten wir uns zudem neue Squad-Mitglieder frei, mit denen wir im ebenfalls neuen Squad-Modus auch trainieren können. Eine gute Möglichkeit für Anfänger, die Karten kennenzulernen und Perks und Streaks auszuprobieren, ohne sich in der Öffentlichkeit des Multiplayers gleich unterbuttern lassen zu müssen. Was die Sache mit dem Recycling aus dem Singleplayer angeht, so nett es ist, dass der Mehrspieler eigene Inhalte bietet, so sehr waren wir doch enttäuscht, dass die spannendsten Umgebungen aus der Solo-Kampagne nicht im Multiplayer auftauchen, nämlich der Kampf unter Wasser und im Weltall. Auch die dynamischen Level-Elemente, die im Vorfeld mit viel Tamtam angekündigt wurden, fallen bislang höchstens in die Kategorie nette Spielerei. Im Angesicht eines Battlefield 4 sind sie doch eher zum Totschweigen geeignet. Aber vielleicht warten da im Langzeittest noch ein paar Überraschungen. Mehr dazu also im bereits erwähnten Multiplayer-Video. Wirklich überrascht und das ganz positiv waren wir vom neuen Koop-Modus Extinction. Darin treten maximal 4 Spieler gegen zunehmend starke Aliens an. Der Ersatz zum Zombie-Modus spielt sich angenehm hektisch und bietet doch viele taktische Möglichkeiten, da wir aus 4 Klassen auswählen und unsere Bonusfähigkeiten wie stärkere Angriffe, Turrets oder Drohnen aufleveln. Wohlgemerkt nur innerhalb eines Durchlaufs, denn bei Extinction kämpfen wir uns von Schauplatz zu Schauplatz und zerstören Alien-Brutstätten mit einem Bohrer, der verteidigt werden will. Extinction ist also eine nette Ergänzung zum Gesamtpaket Call of Duty Ghosts, die sich dank der agilen Aliens etwas anders spielt, als man es in der Serie bislang gewohnt war. Die PR-Truppe von Activision nennt sie eine ganz neue Next-Gen-Engine. Das Entwicklerteam bei Infinity Ward stapelt da deutlich tiefer und spricht von einer signifikant verbesserten Engine. Wir legen die Schippe aber noch eine Stufe tiefer und sagen es mal so, grafisch hat sich nicht viel getan im Vergleich zum letzten Jahr. Zumindest bei den Versionen für die Current-Gen-Konsolen. Bei den Next-Gen-Fassungen sieht die Sache etwas anders aus. Und der PC-Version wurden diesmal sogar zusätzliche Effekte versprochen, ganz konkret eine verbesserte und vor allem dynamische Nebeldarstellung und eine neue Fell-Engine. Auf die Besonderheiten der PC-Fassung müssen wir allerdings ebenfalls in einem separaten Video eingehen, weil wir zum Veröffentlichungstag schlicht noch kein entsprechendes Material haben, um die Unterschiede zu zeigen. Bei der Next-Gen-Fassung sieht das Ganze schon anders aus. Hier dürfen wir die PS4-Version zeigen, denn die schafft ihre 60 Frames in einer nativen Auflösung von 1080p. Die Xbox One muss dazu 27p hochskalieren. Mit der zusätzlichen Rechenleistung der Next-Gen-Konsolen und des PCs konnten die Entwickler die Grafik dann doch nochmal etwas aufdrehen. Auf den Multiplayer-Karten gibt es beispielsweise mehr Details in den Leveln selbst. In der Solo-Kampagne fällt vor allem die deutlich bessere Beleuchtung auf. Und auch bei den Texturen merkt man den Sprung von einer Konsolengeneration auf die nächste sofort. Eine große Grafikrevolution ist Call of Duty damit aber nicht. Und besonders im direkten Vergleich zum Genre-Konkurrent Battlefield 4 zieht Ghosts fast in allen rein technischen Belangen den deutlich kürzeren. Mit einer durchaus sehr wichtigen Ausnahme. In den Levels des Infinity Ward-Shooters gibt es oft deutlich mehr Details zu entdecken, was der Atmosphäre dieser halb überwucherten, halb zerstörten Spielwelt spürbar zugutekommt. Call of Duty Ghosts macht nichts wirklich neu, vielleicht mal vom Extinction-Modus abgesehen. Aber Infinity Ward macht auch nichts wirklich falsch, zumindest im Rahmen der Serie. Denn von ihrer Formel, und das ist bislang eben immer noch eine Erfolgsformel, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen, von eben dieser Formel weichen sie nicht ab. Wer also den gewohnt guten Multiplayer will, wer eine sehr abwechslungsreiche, detaillierte und fetzig inszenierte Solo-Kampagne will und wen die doch etwas angestaubte Technik nicht stört, der bekommt hier einen sehr guten Ego-Shooter, der Battlefield 4 zumindest in Sachen Solo-Kampagne klar überlegen ist.